So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zu meinem nächsten WM-Tagebuch. Ja, Frankreich hat ja leider nicht geklappt in der Form, dass ich vor meiner schönen Kamera so ein bisschen mit euch philosophiere, was wir gesehen haben. Dafür gab es ja den großen einstündigen Fußball-Talk mit Fritz und dem guten Mo, ebenfalls in dieser Playlist drin. Aber heute, ja, heute nach dem Halbfinale habe ich mir gedacht, Mensch, mach mal ein Video, halt das mal fest für meine Annalen. Ich denke, da werde ich mich hier und da nochmal dran erinnern. Und von diesem Ergebnis, glaube ich, kann man Jahrhunderte zerren. Es ist einfach nur noch nicht zu fassen. Unglaublich! Was zum Henker haben wir da gestern gesehen? Was war das? Das war doch kein WM-Halbfinale. Ein Halbfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Ich meine, da geht's um alles. Also rein fußballerisch geht's hier um alles. Und dann lässt sich Brasilien 7:1 abfertigen oder andersherum. Es ist ja so ein bisschen Argumentationsausrichtung. Ne? Man kann ja zwei Perspektiven muss man ja ansetzen. Will beide mal ein bisschen aufleuchten. Denn oder nämlich die andere Perspektive ist, wir fertigen Brasilien mit 7:1 ab. Also, die erste Perspektive, die ich ansprechen möchte, bevor wir... Also erst das Negative, dann das Positive. So machen wir es heute. Wie kann man der Meinung sein, in einem WM-Halbfinale ohne Taktik, ohne spielerische Qualität, ohne überhaupt ansatzweise, ohne Hirn, in einem WM-Halbfinale gegen Deutschland zu spielen? Wie kann man dieser Meinung sein? Also ich verstehe die Brasilianer nicht. Also mal voll und ganz. Ich meine, das ist eine Fußballnation sondergleichen. Das sind die Rekordweltmeister. Die haben schon 5 Titel in den letzten 100 Jahren zusammengeballert. Ich verstehe das nicht, wie hirnlos der Trainer von denen auch sein muss. Was war das? Das kann doch nicht der Matchplan sein, dass der zu den Spielern sagt. Das sind alles renommierte Fußballspieler. Jeder von denen hat schon bewiesen, dass sie Fußball spielen können. Der kann doch nicht zu denen sagen, ja, rennt mal gegen Deutschland 10 Minuten an, mal gucken, was passiert, ob sie dann nervös werden. Das kann doch nicht Scolari sein, ernst sein. Vor allem der andere Klappstuhl von 94, der ist auch dabei. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Pereira, heißt er Pereira, der ist ja auch dabei, der muss ihn doch zügeln, die müssen doch einen Matchplan gehabt haben. Haben die überhaupt Deutschland gescoutet oder waren die nur den ganzen Tag im Krankenhaus gesessen bei Neymar? Also, das raff ich nicht. Das verstehe ich nicht. Haben die überhaupt mal irgendwie ein Briefing gemacht, sich mal angeschaut, wie die Deutschen aufgestellt sind, wie die spielen, was denn ihre Vorzüge sind, Vor- und Nachteile, vielleicht mal Schwächen aufgedeckt. Kann doch nicht ihr Ernst sein, dass sie sagen, ja, wir laufen mal 2 Minuten mit Vollgas an, mal gucken, was passiert. Ich meine, das war ja ein kompletter Totalausfall dieser gesamten Mannschaft. Und das sind alles renommierte Spieler, Leute, die verdienen teilweise in Europa Millionen und Abermillionen. Das sind zwei Champions League Sieger, stehen da in der Innenverteidigung und lassen sich da vorführen. Und das war wirklich peinlich also die wurden vorgeführt, sondergleichen, also das gibt's ja gar nicht. Dante und eben David Luiz, der teuerste Verteidiger der Welt. Alter, da kannst du mal, man kann auch Scheiße kaufen, auf gut Deutsch, ist einfach so. Man kann auch Müll kaufen für viel Geld. Vielleicht ist es auch nur auf dieses Spiel gemünzt. Ich weiß es nicht. Also ich kann darüber ein wenig schmunzeln, dass man 60 Millionen dann eben Paris ausgibt für so einen Innenverteidiger. In der Summe sind das, wie gesagt, sie haben alle schon bewiesen, alle Fußballer, das ist ja das Schlimme. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache, finde ich. Es sind alles Fußballer, die bei ihren Clubs in den Vereinen Superleistungen abgerufen haben oder auch noch aktuell tun oder auch in der letzten Saison getan haben. Und dass diese Top-Spieler, diese wirklich renommierte Spieler, dass die sich 7:1 im eigenen Land, bei der eigenen Weltmeisterschaft in niederprügeln lassen, das ist unglaublich. Und wie vor allem, ich meine, wir hätten ja noch, hätten wir so in dieser Form, wie wir von der 20. oder ne, von der 12. bis zur 30. ungefähr, wenn wir so weitergespielt hätten als Deutsche, dann wäre das ja viel höher noch ausgegangen. Aber wir sind ja noch nicht bescheuert und laufen uns da komplett kaputt, um 15 Tore zu schießen, ist ja Blödsinn. Aber aufgepasst, und ich komme mal zu den Positiven. Natürlich, man findet gar keine Superlative, wie schlecht, ich will nicht sagen scheiße, aber wie schlecht Brasilien gestern war. Ganz einfach, das ist Brasilien nicht würdig, das ist einem Weltmeisterschafts-Halbfinale Gegner nicht würdig, das ist einfach nur lächerlich, was die da abgeliefert haben. Und nun kommen wir zu den Positiven, das ist viel, viel schöner, darüber zu reden, nämlich die Deutschen. Die deutsche Nationalmannschaft, 7:1, aus der Perspektive finde ich, ist es eine super geile Angelegenheit. Man muss auch erstmal so klar im Kopf sein und so konzentriert sein, um das eben dann so fertig zu bringen, innerhalb von 20 Minuten den Sack zuzumachen. Jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wenn man 1:0 geschossen hat, ist es befreiend. Aber dass die Jungs so weit und mental so gefestigt sind, dass sie sagen,
machen 2-0, wir machen ein 3-0, ein 4-0, ein 5-0. Und dann vor allem ab dem 3-0 dachte ich so, okay, jetzt zimmert einfach jeder drauf. Nein, sie kombinieren immer noch und suchen immer noch den besser Postierten und schieben den Ball dann noch besser rein, also einfacher rein, als wenn man direkt abziehen würde. Und das ist aller Ehren wert, das ist einfach nur Wahnsinn, wie abgeklärt und wie souverän die deutsche Nationalmannschaft das gestern über die Bühne gebracht hat. Beim 1-0 habe ich mich gefreut, ich bin aus dem Häuschen, ich war heiser vor der ganzen Schreierei gestern Abend. Und bei dem 2-0 dachte ich, oh, ist das brutal. Und bei dem 3-0 dachte ich, jetzt haben wir es. Und dann kommt das 4 und das 5-0 und ich denke so, wollen die mich hier verarschen? Was ist das denn? Ich habe ja schon so viele Fußballspiele gesehen und auch Weltmeisterschaften. Ich habe alles schon gesehen, Halbfinals, die dann knapp waren. Entscheidende Spiele in Gruppenphasen, aber auch in K.O.-Runden gab es schon hier und da von unserer Mannschaft, insbesondere 2010, das 4-0 ne, gegen Argentinien, ich glaube 4-1 gegen England, also Wahnsinn, Wahnsinn, oder beide 4-0, ist auch vollkommen egal, auch sehr deutliche Ergebnisse für die K.O.-Runde, aber kein Halbfinale. Ich meine, da spätestens ab dem Halbfinale treffen einfach nur noch die Besten aufeinander. Eigentlich auch schon im Viertel und im Achtelfinale. Aber hier haben wir es einfach gehabt auf Augenhöhe, beziehungsweise Brasilien ja eigentlich von der Ausgangslage ja im Vorteil. Ne? Ganz klar, eigenes Land, eigenes Stadion. Aber dieser Druck, ich meine, das sind erwachsene Männer. Also Erwachsene, das sind Profis. Jetzt kommen, da braucht man sich auch nicht erzählen lassen von irgendwelchen Leuten. Ja, die waren traurig, weil das Land so arm ist. Das ist alles Bullshit. Die selber sind gar nicht, schon mal gar nicht arm. Und zweitens sind das alles Profis. Die müssen sich in so einem Spiel fokussieren. Und das war das Problem. Sie haben einfach diese Euphorie, die sie da transportiert hätten können, haben sie gar nicht gekonnt. Sie haben sich einfach Druck aufgeladen, der dann in diesem Spiel rauskam nach dem 1-0. Und das ist für mich einfach unbegreiflich. Unbegreiflich, was wir da gestern erlebt haben, ist meiner Meinung nach das Sensationellste aus unserer Perspektive, aus der deutschen, was man die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich sehen wird. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass sowas in dieser Form jemals wieder stattfindet. Also ein 7-1 in einem WM-Halbfinale bricht einfach alle Rekorde oder alle Wahrnehmungen. Vor allem der Gegner ist es ja das, was es so herausragend macht. Wenn es jetzt, sind wir mal ehrlich, wenn es jetzt doch vielleicht Costa Rica gewesen wäre, die sich da reingeschlichen hätten, hätten auch alle gesagt, okay, hier ist jetzt Endstation für Costa Rica, die waren fertig. Aber das ist Brasilien. Das ist unglaublich. Unfassbar. Das war die Rache für 2002, aber mal doppelt, ne? Unglaublich. Also, meine Lieben, ich bin auf eure Meinung gespannt. Welche Perspektive gefällt euch besser? Mir persönlich gefällt die Perspektive aus deutscher Sicht besser, dass man einfach sagt, Mensch, geile Geschichte, 7-1, überragende Angelegenheit. Aber ich kann mir auch die andere Perspektive gut vorstellen, dass Leute sagen, Brasilien war einfach grottig schlecht. Die haben es den Deutschen leicht gemacht, könnte man auch sagen. Natürlich hat das Ganze uns in die Karten gespielt. Das ist, das kann man nicht abstreiten, sagen wir mal so. Das ist ja nicht zu diskutieren, ganz klar, sonst gewinnst du mal nicht eben 7-1, weil du so gut bist, sondern da muss der Gegner schon gehörige Portionen mit dazu beitragen. Das haben sie gemacht, die Brasilianer, einfach weil sie es nicht verhalten haben wie ein Hühnerhaufen hinten drin. Ansonsten, mein nächster Gegner, ich bin gespannt, oder unser nächster Gegner, natürlich Holland oder Argentinien. Ich muss sagen, in der Summe ist mir vielleicht Holland lieber. Ich habe mir es gewünscht, das Finale, aber nicht in der Voraussicht, dass es so sein könnte. Also ich habe gesagt, Holland-Deutschland steht im Finale, habe aber gesagt, das war für mich unrealistisch. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, hey, lass mal, kann vielleicht Costa Rica nochmal spielen oder so, dass die dann im Finale sind. Keine Ahnung, beide Mannschaften sind auf ihre Art und Weise super, super unangenehm und super gefährlich und hätten es auch verdient, Weltmeister zu werden. Die Holländer sind es noch nie geworden. Die haben es noch nie geschafft und immer so knapp gescheitert. Könnte auch so ein Hallo-Wach-Effekt sein jetzt nach der verlorenen 2010 ne, WM, dass sie da vielleicht nochmal anknüpfen. Ist nicht unwahrscheinlich. Fühlt sich so irgendwie an wie Bayern. Ne, zu Hause gescheitert, die Holländer waren zwar nicht zu Hause, aber die Bayern 2012 gescheitert und dann mussten sie es nachholen, 2013. Also das fühlt sich da so ein bisschen an. Der Robben weiß, wie man sowas entscheiden kann. Und natürlich Argentinien, einfach die große Rache, ne? Für 90, dann für 2006 und 2010, die Blamagen gegen uns, da haben wir sie richtig gedemütigt.
Na gut, 2010, ja, gedemütigt. 2006 war einfach auf Augenhöhe, Elfmeterschießen. Das ist ja keine Demütigung. Das war gestern eine Demütigung. Das war gestern, das wird auf Jahre, glaube ich, wird das. Jahrzehnte, was erzähle ich? Jahrzehnte, wenn ich 90 bin, dann fragen mich meine Urenkel, fragen mich dann, und warst du dabei? Ja, zwar nicht in Brasilien, aber ich habe es im Fernsehen gesehen, konnte es aber auch nicht glauben. Liebe Leute, ich wünsche euch was. Haltet die Ohren steif, macht's gut. Euer Bergi am Start. Ich bin über eure Meinung ich freue mich auf eure Meinung. Bin sehr daran interessiert, wie das ihr raushaut zu der Thematik. Ob ihr das überhaupt schon begreifen könnt, was da passiert ist, oder ob es euch da wie mir geht. Ich das alles erst noch ein bisschen verarbeiten muss, wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen. Auch noch nach dem Finale, dieses Brasilien-Spiel. Das ist einfach so unglaublich. Das ist eine Weltmeisterschaft. Das ist nicht so, dass man sagt, hier, Mensch, das ist ein Saisonspiel. Das ist eine Weltmeisterschaft, ein Halbfinale. Alter Falter, unglaublich. Ja, Abenteuer pur, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut. Abenteuerlich ist es, absolut. Bis dann, Leute. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Euer Belgi am Start. Eure Logge ist unterwegs. Bis dann. Ciao, ciao.